Hallo Leute, Hyundai hat heute den neuen Kona EV vorgestellt und in dem Video will ich mal kurz eine Zusammenfassung der technischen Daten machen und auch mal meine Sicht der Dinge zu dem Fahrzeug darlegen. Fangen wir gleich mal an mit den verschiedenen Batteriepaketen, die mit dem Fahrzeug geliefert werden und auch den unterschiedlichen Leistungsstufen der Elektromotoren. Kona Electric. Let's have a closer look. It's available with two different powertrain versions. You define the range of your car. The long range version with the 64 kilowatt hours battery provides an electric range of up to 470 kilometers. The electric motor delivers an output of 204 horsepower. This accelerates the Kona Electric to 100 kilometers per hour in only 7.6 seconds. Also hier haben wir jetzt schon mal keine Überraschung. Es war ja schon bekannt, dass eine 64 Kilowatt Batterie kommt mit dem Fahrzeug und auch, dass wohl der Motor um die 200 PS haben wird. Die Beschleunigung, gut, ist jetzt nicht sonderlich beeindruckend für die Motorleistung, aber sicherlich für den Alltag völlig ausreichend. Was ich auch gut finde, ist, sie haben die Optik ein bisschen von außen angepasst. Kühlergrill sieht etwas anders aus und insgesamt erkennt man schon auf den ersten Blick, dass es sich um ein Elektroauto handelt, was ich persönlich positiv finde. With a battery capacity of 39 kilowatt hours, the basic version drives you up to almost 300 kilometers on a single charge. This motor is generating 135 horsepower. Both powertrain versions deliver 395 newton meter of torque. Hier auch keine Überraschung, dass es auch eine kleine Batterie geben würde, war auch klar. Dass der Motor so wenig Leistung hat, gut, das ist dann halt so. Das wird im Alltag sicherlich nicht ganz so viel Spaß machen, das Fahrzeug zu fahren. Wobei das, was mich wirklich beeindruckt, ist, dass beide Fahrzeuge mit 395 Newtonmeter Drehmoment kommen. Das ist also schon ein Leistungsbereich, den normalerweise nur richtig starke Benziner oder auch entsprechend motorisierte Dieselfahrzeuge auf die Straße bringen. Also von daher für den Alltag sind die Autos sicherlich beide völlig ausreichend. Für mich kommt aber in meinem Fall nur die Version mit der 64 Kilowatt Batterie und dem 204 PS Motor in Frage. Das, was ich sehr schade finde bei der Präsentation, es gab jetzt keine Informationen, ob es beide Varianten von Anfang an geben wird und auch ab wann man denn mit einer Auslieferung in Europa rechnen kann. Das ist also während des gesamten Videos von Hyundai nicht thematisiert worden. New to the Kona Electric is the smart cruise control with stop and go. Thanks to its radar sensor, it automatically regulates the accelerating and braking performance for convenient driving. Das ist mir persönlich ein sehr wichtiges Feature. Das hatte der Standard Kona mit Verbrennungsmotor nicht. Der Kona EV wird also mit einem adaptiven Tempomaten kommen, der wohl auch Stop and Go beherrscht, wie man hier gehört hat. Das heißt also, der bis zum Stillstand automatisch regelt und auch wieder selbsttätig anfahren kann. Ich vermute aber, dass man nach 3 Sekunden wieder den Tempomaten händisch aktivieren muss. So ist es zumindest bei meinem Auto und ich glaube bei den meisten anderen Autos auch. Das sind wohl irgendwelche gesetzlichen Bestimmungen. Was man hier auch nochmal schön sieht, das ist die Optik von dem Fahrzeug. Ich muss sagen, das gefällt mir sehr gut, ist ziemlich futuristisch, wobei man in der Zukunft sicherlich abwarten muss, wie das Ganze dann in echt aussieht. The new 7-inch SuperVision cluster gives relevant driving information. Das finde ich jetzt auch wieder gut, dass sie Tachometer und Drehzahlmesser praktisch durch ein digitales Instrument ersetzen. Passt in meinen Augen eher zur Charakteristik von einem Elektroauto und gefällt mir persönlich auch sehr gut. Wobei auch hier muss man wieder abwarten, wie das dann in echt aussieht. Ihr werdet aber auch gleich sehen, es kommt auch wieder mit dazu ein Head-Up-Display. Ich vermute mit einer separaten Kunststoffscheibe, so wie das schon in dem Standard Kona EV ist. The combiner type head-up display shows further driving information directly to the driver's line of sight. The Kona Electric features a dedicated center console. Das finde ich jetzt auch wieder sehr schick. Da haben sie also komplett das überarbeitet im Vergleich zum normalen Kona mit Verbrennungsmotor. Das ist so eine Konsole, die gefällt mir richtig gut. Ich hoffe, dass sie auch ein bisschen an der Qualität von dem Fahrzeug arbeiten. Das heißt also die verwendeten Materialien, weil die im Standard Kona ja eher suboptimal sind, halt eher Einsteigerqualität. Das, was ich hier schade finde, ist, dass sie das Standard-Display aus dem Kona EV für die insgesamt für die Navigation beibehalten haben und für den Multimedia-Bereich.
Da hätte ich mich gefreut, wenn sie da auch ein bisschen anderes Design gewählt hätten und vielleicht noch ein größeres Display. Aber das wäre wahrscheinlich unwirtschaftlich geworden. Deshalb muss man halt mit dem Display dann entsprechend leben. Wobei es vom Funktionsumfang ja eigentlich im Großen und Ganzen nichts zu meckern gibt. Das unterstützt ja zum Beispiel auch Android Auto. Und das ist für mich persönlich wichtig. Das Heck wird augenscheinlich sich nicht verändern. Das sieht eigentlich standardmäßig so aus wie das von den Konas mit Verbrennungsmotor. Da gab es aber jetzt aus meiner Sicht auch nicht großartig was am Design zwingend zu verändern. Das Einzige, was mich da stört, sind die gelben Blinker. Jetzt sieht man hier auf dem Bild leider nicht, ob die mittlerweile auch entsprechend farblich ein bisschen verändert wurden. Das wird man dann sehen, wenn er auf die Straße kommt. Eiling, the Kona Electric carries the design DNA of the Kona. The characteristic design element of the front are the twin-type headlamps available with full LED technology and the closed. Also mit anderen Worten, das Fahrzeug kommt auch mit Voll-LED-Scheinwerfern. Hier wird noch abzuwarten sein, ob es ähnliche Funktionen wie bei Audi Matrix-Licht zum Beispiel geben wird. Das würde mich persönlich freuen, ist aber wahrscheinlich in der Preisklasse nicht umsetzbar. Grille, which gives the front a very clean and modern appearance. Connected to 100 kilowatt fast charger, the 64 kilowatt hour battery can be charged up to 80% in less than 1 hour. Das ist natürlich eine super Nachricht, dass das Auto mit 100 Kilowattstunden geladen werden kann. Das macht es dann auch langstreckentauglich, weil in Zukunft wird natürlich auch die Ladeinfrastruktur in Deutschland weiter ausgebaut. Und ich habe dann keine Bedenken, auch mit dem Fahrzeug mal längere Strecken zu fahren. Das überrascht mich jetzt sehr positiv und macht den Kona weiterhin zu meinem Favoriten. Kona Electric also offers a generous roominess, making it suitable for everyday use. Gut, dass man aufs Dach was laden kann, ist auf jeden Fall schon mal positiv, weil das Auto an sich ist ja doch eher ja, Richtung Kleinwagensegment mit 4,20 m Länge. Und da ist es schon ganz positiv, wenn man ein Fahrrad dann auch mal aufs Dach laden kann. Ja, mehr Informationen kommen jetzt in dem Video eigentlich nicht mehr. Deshalb kurz mein Fazit zum Kona EV. Wenn der wirklich in naher Zukunft bestellbar und dann auch lieferbar sein sollte, dann ist das im Moment absolut mein Favorit. Und ich sehe den Kona EV auch wirklich als Konkurrenten zum Model S. Nicht, dass die beiden Autos in der gleichen Preis- oder auch Größenklasse antreten, aber es werden viele Model S-Besteller sich sicherlich überlegen, ob sie auf das Model S warten möchten oder ob nicht zum Beispiel auch ein Kona EV eine Alternative darstellt. Allein von der Reichweite her dürften das Einsteiger Model S und auch der Kona EV auf einem ähnlichen Level sich bewegen. Fahrleistung gut werden beim Model S sicherlich besser sein und auch insgesamt das Raumangebot wird besser sein als beim Kona EV. Aber ich gehe davon aus, dass der Kona EV gut ausgestattet auch deutlich günstiger sein wird als das Model S. Von daher mein absoluter Favorit zum jetzigen Kenntnisstand, Kona EV. Ich habe zwar auch von einem YouTube-Zuschauer angeboten bekommen, seinen Referral-Code für das Tesla Model S zu verwenden, aber ich weiß noch nicht, ob das wirklich dann schlagend wird für mich. Finde ich schon mal super nett, dass er das gemacht hat. Aber selbst mit dem Referral-Code wird man wohl nicht vor Mitte 2019 ja, überhaupt bestellen können, geschweige denn ein Fahrzeug in Empfang nehmen können. Und deshalb im Moment Kona EV, absoluter Favorit. Ich warte jetzt noch ganz ungeduldig auf Informationen zum Kia Niro EV. Das soll es für das heutige Video gewesen sein. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen, Kritik, wie immer unten gerne in die Kommentarfunktion. Und nicht vergessen zu abonnieren. Nein, wo kommen wir denn da hin? Du kannst mir noch so schöne Augen machen, daraus wird nichts, Kollege. Ja, schön, weil du es bist.